Jo Leute, es kommt zu einem neuen Video auf meinem Kanal Kianigang. Heute mit einer Reaction auf einen Trailer. Nämlich auf den Trailer zu einem neuen Update von Animal Crossing New Horizons. Das Sommer-Update, wenn ich mich nicht irre. Okay, das ist vielleicht ein bisschen zu laut. Ich weiß noch nicht, was daran passiert. Habe ich mir extra einen Tag aufgeschoben. Aber wie man anhand vieler Videos beziehungsweise Thumbnails und diesem Thumbnail sehen kann, es soll wohl Tauchen geben. Das war mein erstes Animal Crossing, das heißt, ich habe New Leaf, wo diese Funktion eingeführt wurde, gar nicht gespielt. Deswegen wäre ich ja umso hyped da, aber erstmal abwarten, erstmal gucken. Ja? Kostenloses Sommer ab der 3.7. 3.7. Oh, Dominik. Oh! Baden im Meer, och, das ist geil. Wenn nur die Temperatur stimmen würde. Aber muss man da wie New Leaf einen Badeanzug tragen oder nicht? Ich denke schon. Oh, geil! Was? Ein Seestern, ich sehe Sternchen. Man kann Tier. Das ist doch ein Tier und kein. Oh, ja! Oh, Museum wird erweitert. Die Frage ist aber jetzt, wird ein ganz neuer Raum kommen? Oder beziehungsweise wird eine neue Abteilung kommen? Oder kommt das zu den Fischen? Ich denke mal Fischen. Und gibt es für die Viecher einen neuen Raum? Weil ich denke mal, es wird viele Meerestiere geben. Und gibt es eine eigene Fauna-Pädie? Das stimmt, dafür könnte es auch zum Beispiel auch Nuckmalen geben. Wäre doch geil. Seeanemone, Röhrenaal. Ah, nee, also, okay, das heißt, die Dinger sind meistens immer in solchen Sachen. Hätte mich aber eigentlich mehr gefreut, wenn, wenn die eigentlich halt bei den Fischen einen eigenen Raum bekommen hätten. Hätte ich mehr gefeiert, irgendwie. Aber. Neue Blätter. Johannes! Dazu muss ich euch was erzählen. Ich habe nämlich letztens Animal Crossing Let's Go to the City für die Wii gekauft, weil ich ja gut und gerne manchmal Wii U spiele und da kann man auch auf Wii-Spiel spielen. Und da habe ich das einmal gespielt, dritter Tag, und dann auf einmal ist er so im Wasser, Johannes. Der springt ins Wasser und Kopf nach hinten schwimmt er ins Meer irgendwie. Ich weiß nicht, es ist strange. Aber man kann erst seit New Leaf tauchen, glaube ich. Oh nein, möchtest du vielleicht? Ich nicht so schnell. Der sieht, das, ich glaube, der ist ein Assi. Das ist ein Otter. Kammuscheln gegen Bastelanleitung. Das ist eine coole Idee. Bekommt man die dann von Dings, von Johannes? Johannes! Nix so Komodo! What? Was? Das sieht ja alle voll geil aus. Ist das Diadem auch aus Muscheln? Ja, kann man mal machen. Was? Ist das Gullivers? Ist Scooby was Ink. Ist das Scooby was Cousin 10. Grades? Was? Scooby war es das? Aber als Pirat. Ich glaube, Johannes sagt doch immer, dass man sich vor Piraten hüten soll. Und das ist ein Pirat. Vielleicht ist eine. Vielleicht, dass man neue Sidequests irgendwie bekommt, dass man. Ja, stimmt, dass man vielleicht im Meer irgendwelche Sachen suchen muss. Das wäre doch mal was Geiles. Hab Geduld mit Uli. Warum kommt dann nur noch er oder auch der Normale? Das war noch nicht alles. Ja, aber der Trailer ist vorbei. Vollversion 2, kostenloses Update Anfang August 2020. Es kommt noch ein Sommer-Update. Ja, toll.
Da hätte ich mir das auch jetzt sparen können und dann hätte ich die beiden Trailer eigentlich zusammennehmen können. Aber komm, es ist geil. Tauchen, tauchen. Neue Faunapedie. Zumindest hoffe ich das. Ja, was lässt sich dazu sagen? Geiles Update. Das ist das kostenlos. Ich hoffe, das erste ist auch kostenlos. Ich habe nicht drauf geachtet. Mega geil. Das passt auch zum Sommer, ey. Ja, dann würde ich sagen, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, das ist meine übliche Like-Anmacherei. Ja, bye bye und ciao, Leute.